Moin moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem YouTube-Kanal. Und zwar ist das heute Folge 4 von Mein Rohr, eure Bearbeitung. Ja, das war wieder eine reichliche Beteiligung. Es war jetzt nicht so ein ganz einfaches Foto. Das wissen die meisten von euch auch. Vielleicht auch nicht das Thema von jedem, der mitgemacht hat bei Mein Rohr, eure Bearbeitung in diesem Monat. Es war ein Porträt von mir, ein Selbstporträt. Viele haben auch geschrieben, okay, mit dem Hut geht gar nicht und so weiter. Ja, das weiß ich alles. Es war halt einfach ein Bild, wo ich auch darauf gespannt war, was du jetzt daraus machen würdest. Und es sind ja auch durchaus wieder einige Ergebnisse hier reingeflattert. Ist ja nicht so, dass niemand mitgemacht hat. Nicht ganz so viele wie im letzten Monat. Dafür gibt es dieses Mal wieder ein leichteres Motiv. Und dann bin ich mir sehr sicher, da kannst auch du wieder mitmachen und ein sauberes Bildergebnis liefern. Gut, so viel zum Vorgeplänkel. Jetzt schauen wir mal, was ihr so angeliefert habt hier, was ihr an MREB, also mein Rohr, eure Bearbeitung, @ff-fotoschule.de geschickt habt. Sind nämlich doch eine Menge Bilder eingegangen, auch wieder ein paar Videomitschnitte und Screen Captures von eurer Bearbeitung. Ich freue mich super und das schauen wir uns jetzt gemeinsam hier an. Das allererste Foto, das ich euch heute zeigen möchte, das ist von dem prominenten Gast der Woche hier, nämlich von dem Thomas Leuthardt. Vielen Dank für deine Einsendung, Thomas. Ja, und der Thomas, der erklärt euch auch ganz kurz in Videoform, wie er das Bild bearbeitet hat. Ich bin ja sehr spartanisch unterwegs, was Bildbearbeitung angeht. Ich habe mir ein paar Presets eingerichtet, die ich für die Straße brauche. Und da habe ich auch ein Portrait-Preset. Ein Klick, dann würde ich es noch beschneiden, weil der Hut gefällt mir nicht. Bildgestaltung ist damit nicht so optimal. Ich würde es wahrscheinlich so schneiden und ja, gefällt mir, fertig. Vielen Dank, Thomas. Ja, schnell. So wie ich es mir auch erwartet hätte bei deiner Bearbeitung, ehrlicherweise. Ich ja weiß, dass du viel mit Presets arbeitest, was auch durchaus für deine Art der Fotografie und auch oftmals an anderen Bereichen durchaus einen Sinn ergibt. Insofern gut gemacht. Ja, kann man nicht meckern. Ich finde, es ist ein ganz gutes Schwarz-Weiß-Ergebnis. Diese Version hier ist von dem Joachim Jäger. Und der Joachim, der hat hier eine Collage erstellt, die mir übrigens sehr, sehr gut gefällt. Vielen Dank, Joachim. Und Joachim, wir haben ja auch hin und her gemailt, weil ich anfangs du mir ein Windows Media File geschickt hattest für die Bearbeitungsschritte und ich das nicht sauber hier abspielen konnte. Vielen Dank, dass du das nochmal umgeändert hast in den MP4 und wie der Joachim das Ganze bearbeitet hat, das seht ihr hier. Ja, hallo Frank, hier ist der Joachim aus Bremen. So, Mensch, ich habe zunächst ehrlich gesagt gar keine Lust gehabt mitzumachen, weil ich das Bild irgendwie nicht so schön fand und zwar wegen des Huts, der gefiel mir gar nicht. Dann lag ich abends auf dem Bett und habe eine alte Folge Fotophonie gehört und da sagtest du an einer Stelle, Mensch, man kann ja Porträts irgendwie auch gegen jede Regel machen. Es gibt einfach keine Regeln, an denen was sich zu halten hat. Man kann ja einfach auch nur einen ganz kleinen Ausschnitt machen oder was auch immer. So, und da hat es Klick gemacht und ich hatte eine Idee. Ich hatte aber keine Lust, meinen Rechner hochzufahren und habe mir daraufhin erstmals Lightroom Mobile auf mein Smartphone runtergeladen. Habe das Bild damit erstmal grob bearbeitet und habe festgestellt, dass es leider keine Verlaufsfilter gibt. Dann habe ich gedacht, na gut, ich habe Pixlr als kostenlose App auf meinem Handy, Pixlr, und habe das dann damit so ein bisschen weiter bearbeitet. Da kann man schnell und schmutzig so ein paar kleine Effektfilter drauflegen und fand das eigentlich dann schon ganz gut. Und dann kam der Punkt, den ich eigentlich von vornherein mit dem Bild vorhatte, denn ich wollte das gerne zerschneiden und in eine Collage umwandeln. Das geht mit Pixlr eigentlich auch ganz gut, aber man kann mit Pixlr das Seitenverhältnis nicht so gut vorgeben, sondern hat nur so einen Schieberegler und es wird dann schmaler, höher, breiter und so weiter. Daraufhin habe ich nach einer Desktop-Version nächsten Tag gesucht. Die gibt es auch, sogar auch kostenlos, aber ich habe dann Fotorr gefunden, Fotor. Das ist eigentlich noch besser, weil da kann man auch ganz genau das Seitenverhältnis dann angeben. So, damit habe ich dann die Collage erstellt und zu guter Letzt habe ich noch so einen kleinen Gag mit Photoshop, mit dem verflüssigen Werkzeug eingebaut, vielleicht hat es der eine oder andere gemerkt. Ja, ich bin mal gespannt, was du zu dem Bild sagst und was andere sich so haben einfallen lassen. Und freue mich darauf, auf die nächste Herausforderung. Viel Spaß, danke, tschüss. Und wie erwähnt, gefällt mir sehr gut die Collage. Cool gemacht, gute Idee, gut umgesetzt, finde ich. Dann haben wir von dem Marc aus Bremerhaven, den kennen bestimmt viele auch als fleißigen Hörer und auch Sprachkommentator aus dem Podcast Fotophonie, hier eine Version. Der Marc, der hat das Bild ziemlich dunkel bearbeitet und ein bisschen blass und auch der Marc hat hier ein Video mitgeschickt und zwar ein richtig langes Screen Capture. Vielen Dank, Marc, da gucken wir jetzt gemeinsam rein. Hier ist Marc aus Bremerhaven.
Ich will mal deinem Aufruf folgen und mit Capture One ein Screen Capture aufnehmen und möchte gerne mal dein Bild bearbeiten im RAW. Ist natürlich eine Herausforderung, aber wollen wir mal versuchen. Wenn das zwischendurch mal ein bisschen stockt, das heißt ich stocke, dann liegt das ganz einfach daran, dass ich ein bisschen abgucke, weil ich, wie du siehst, auf der linken Seite ja schon das eine oder andere versucht habe. Porträt bietet sich ja normalerweise an, ein Schwarz-Weiß-Bild zu machen. Für mich war aber dann nachher doch die Herausforderung, ein Farbbild draus zu machen oder das farbig zu lassen. Und will ich einfach mal anfangen. Was ich eigentlich standardmäßig immer mache, dass ich versuche oder gucke, ob ich in der Belichtung noch ein bisschen was machen kann. Wobei viel muss man da eigentlich gar nicht machen. Kontrast im Prinzip auch nicht so wahnsinnig viel. Und leicht in der Helligkeit. Was ich aber mache, ist Sättigung raus. Oder ein bisschen raus aufgrund der Tatsache, dass dein Gesicht doch leicht errötet ist. Ich gehe etwas rein, nehme die Spitzlichter raus oder rein oder wie auch immer, weil damit da wieder ein bisschen Zeichnung reinkommt. Schatten lasse ich so. Klarheit nehme ich etwas zurück, damit die Haut ein bisschen feiner wird, aber so ein bisschen Struktur rein. Und wie man das unten am Bart sieht, dass man da eben wieder Struktur reinbekommt. Schwarzpunkt setzt man ja bei Capture One hier über den Tonwert Dingsbums. Gehe ich auch ein bisschen rein. Bei der Schärfe habe ich erst überlegt, weil eigentlich ist das ja schön scharf. Man sieht auch, dass du dir hättest auch ein bisschen die Augenbrauen zupfen können. Aber nichtsdestotrotz packe ich da leicht Schärfe rein, weil Capture One hat eigentlich den riesen Vorteil. Ich glaube, der Rachraum macht das immer ganz gerne. Der dreht immer richtig viel da rein. Weil das nicht ganz so dramatisch ist, wie vielleicht bei Lightroom das ist. So. Dann ist es ja immer noch so, dass das Gesicht leicht rot ist und da ist der Schöne bei Capture One, man kann die Hauttöne bearbeiten. Hier geht man in den Farbeditor rein auf Hautton und sucht sich den Hautton an, den man haben möchte. Und das ist hier irgendwie so unterm Auge, was nicht ganz so rot ist, was leicht ins Beige geht. Und da versuche ich dann mal so ein bisschen den Farbton reinzubekommen oder anzugleichen. Die Sättigung auch nochmal wieder ein bisschen zurück. Das ist auch so ein bisschen mein Ziel. Ich will ein entsättigtes Bild haben. Nicht nur ein entrötetes, sondern auch ein entsättigtes Bild, aber eben halt auch nicht ganz schwarz-weiß. Und deswegen drehe ich hier mal so ein bisschen rum. Hier im oberen Bereich geht man eigentlich dann auch so mehr in die allgemeine Geschichte rein. Hier ist die Homogenität vom Hautton her. Und wenn man sich das mal anguckt, die rote Nase vorher, nachher, obwohl es ja schon entsättigt war, finde ich das eigentlich ganz gut getroffen bis jetzt. Dann gehe ich nochmal hier rein, weil das Blau da hinten, das nervt mich auch so ein bisschen. Und piek da einfach mal rein und zieh dort auch ein bisschen die Sättigung runter. So. Und auch leicht die Helligkeit. Upsala. So. Der nächste Punkt ist eigentlich so, dass das hier ein bisschen zu dunkel ist, hier etwas zu hell ist. Und da gehe ich jetzt mal in die lokalen Anpassungen rein und werde dort mal hier mal ein bisschen aufhellen. Nicht wundern, dass ich hier schon so Werte voreinstelle, aber ich habe da natürlich im Vorfeld ein bisschen was probiert und gucke jetzt gerade mal so ein bisschen ab, wie es denn sein könnte. Und man merkt, ich bin ein Mann und nicht multitaskingfähig. Und male hier im Prinzip jetzt auf der linken Seite bisschen Helligkeit wieder rein, was im ersten Step gar nicht so wahnsinnig auffällt. Außer dass ich mir hier Halos eingefangen habe, weil ich da zu weit reingemalt habe. Und kann dann hier im Prinzip mal gucken, vorher, nachher. Wie gesagt, ich finde es nicht zu schlimm, wenn es eben leicht absäuft. Dann die zweite Ebene habe ich, hier ist es mir ein bisschen zu hell gewesen, sodass ich dort eben etwas abdunkel. Ganz leicht. Auch schon ein bisschen vorgearbeitet. So. Noch was? Nö. Und male jetzt dort rein. Ich kann mir die Scheißkürzel nicht merken.
und dunkel leicht ab. Das mache ich hier im Prinzip auch nochmal rein. Bitte nicht wundern. Das sieht nachher noch ein bisschen ab, weil der Fleck ist mir hier ein bisschen zu hell. So. Dann bei den Augen, da habe ich mir gedacht, da kann ich eigentlich nochmal so ein bisschen auch was machen. Und zwar werde ich dort mal etwas Klarheit reindrehen. Klarheit tut den Augen, denke ich mal, ein bisschen gut. Den kleiner machen, den ganzen Kram. Bisschen härter. Kann man hier mal so ein bisschen reinmalen. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, ob das überhaupt bei dem Screen Capture überhaupt zu sehen ist. Oder auch nicht. Und dann kann man sich das mal vorher, nachher mal angucken. Bisschen was ist daraus geworden. So. Jetzt habe ich noch eine Geschichte. Und zwar gehe ich wieder in die Farbanpassung rein und werde mich hier mal ein bisschen mit befassen, damit das Bild etwas so, da gehe ich jetzt mal leicht in den Blauton rein. Und stelle gerade fest, dass ich irgendwo was vergessen habe, weil das jetzt im Moment nicht ganz so dunkel wird, wie ich mir das erhofft habe. Stimmt, die Vignette habe ich vergessen. Haha. So. Und jetzt kommt nämlich die Vignette noch dazu. Schon sieht das nämlich schon ganz anders aus und werde mal so ein bisschen Rand wegmalen. So. Wenn man sich jetzt mal anguckt, wie es vorher aussah, wie es jetzt aussah, muss ich ganz ehrlich sagen, mir gefällt es sehr gut. Hier könnte man natürlich noch ein bisschen was dran machen, aber ich wollte das eigentlich alles in Capture One machen und das nicht zu sehr übertreiben. Und ich sehe gerade diesen Fleck, der gefällt mir im Moment auch nicht so richtig, sodass ich dort mal eben ganz kurz versuchen werde, das mal eben wegzumachen. Ja, ich denke, das war es jetzt erstmal auf die Schnelle. Ich hoffe, es gefällt und ich bin auf deine Kritik gespannt. Bis dann, tschüss. Auch die Version gefällt mir sehr gut, Marc. Vielen Dank für deine Mühe. Ein bisschen schade finde ich, dass die Hand jetzt so am Rand angeschnitten ist, aber man muss auch mal ganz ehrlich sein, das war ja auch kein gutes Ausgangsmaterial, was ich euch da zur Verfügung gestellt habe. Und das Letzte, was mit Ton von euch versehen ist, das ist jetzt hier eine Version von dem Sascha Seifert. Und der Sascha Seifert, der hat kein Screen Capture gemacht, sondern eine Tonaufnahme und dazu Einzelbilder geliefert. Ey, das geht genauso gut, wunderbar, ich freue mich total, vielen Dank, Sascha. Und wir hören mal, was du zu deinen Bearbeitungsschritten zu sagen hast. Ja, hallo, hier ist wieder der Sascha. Ich habe auch diesmal wieder gerne mitgemacht bei diesem tollen Format. Übrigens eine richtig starke Idee, die ihr da hattet mit diesem Mein RAW, eure Bearbeitung. Mir gefällt das sehr gut. Das ist eine richtig interaktive, tolle Geschichte. Gerne mehr davon. Ich versuche auch diesmal, mich etwas kürzer zu fassen. Ich habe bei dem Porträt in dieser Folge mich dazu entschieden, hier etwas rum zu experimentieren und keine so normale Bearbeitung zu machen. Auf die Idee gekommen bin ich diesmal über den Zuschnitt, was ich ja meistens immer als erstes mache, und habe das Bild so zugeschnitten, dass ich mich sehr stark auf das
Gesicht konzentriere. Mich hatte da rechts die Hand im Bild etwas gestört und dieser markante, leuchtende Hut. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht mehr die ursprüngliche Bildidee ist, aber ich habe mir einen etwas intensiveren Zuschnitt da vorgestellt und habe das, wie jetzt hier dargestellt, mal gemacht und habe als Ziel vor Augen gehabt, hier ein Querformat aus diesem Hochformat zu machen. Als es dann an die Bearbeitung der Tonwerte und der Farben ging, habe ich diesmal nicht jeden Regler einzeln angefasst, sondern habe mich hier so ein bisschen von Presets inspirieren lassen. Hat vielleicht der ein oder andere Fotograf auch bei sich im Lightroom eingerichtet, ein paar selbst erstellte und ein paar gekaufte Presets, die für mich ja einerseits den Prozess etwas beschleunigen oder auch mal gern ein Anhalt sind oder ja etwas Kreativität fördern, wenn man hier sich Inspiration holt. Habe mich hier also für ein Preset entschieden, das ich irgendwann mal für so einen Blumenstrauß mal erstellt hatte. Besteht im Wesentlichen daraus, dass die Farben, die Sättigung reduziert ist, eine starke Teiltonung drin ist und ja, die Schwarzwerte in der Gradationskurve ziemlich angehoben wurden. Das hatte damals für den Strauß ganz gut gepasst und ich habe diesmal irgendwie im Gefühl gehabt, dass es zu diesem Bild auch passen kann, weil im Wesentlichen auch die Farben auf diese Rot-Braun-Goldtöne ja reduziert sind, die stark zu dem Hut passen und zur Augenfarbe passen und habe gedacht, vielleicht könnte das ein guter Startpunkt sein. Habe im nächsten Schritt im Lightroom diese Preset-Einstellungen deutlich reduziert wieder, um diesen Grünstich wegzubekommen und um die Schwarzwerte wieder ein bisschen ins Bild reinzukriegen, um nicht diesen ganz, ganz verblassten Effekt hier zu haben. Habe diese Körnung, die dieses Preset gebildet hatte, auch wieder stark reduziert und habe noch ein wenig an den Tonwerten gearbeitet, dass das Bild, das Gesicht deutlicher hervorsticht vor dem Hintergrund. Im nächsten Schritt habe ich dann ganz klassisch mit der Bereichsreparatur so ein paar Hautunreinheiten entfernt, so ein paar Haare, die noch zwischen den Augenbrauen aus dem Hut rausgewachsen sind. War nicht viel. Unter den Augen habe ich etwas die dunklen Stellen entfernt. Das war es dann schon. Und im nächsten Schritt wieder mit dem Pinsel etwas Dodge and Burn im Gesicht betrieben, habe auch wieder die Tränensäcke etwas aufgehellt, habe den Bart etwas deutlicher gezeichnet und etwas helle und dunkle Stellen im Gesicht hervorgebracht, um ein bisschen mehr Kontur zu bekommen. Ganz wesentlicher Schritt hier bei diesem Dodge and Burn war das Abdunkeln des Unterhemdes. Ich kenne da so einen Fototrainer hier im YouTube, der hat einen eigenen Kanal, der meckert sehr, sehr gerne darüber, dass man beim Fotografieren ja durch den Sucher schaut und der Sucher dafür da ist, um zu suchen. Und da Aufgabe des Fotografen ist, auf sowas zu achten. Denn wo ist das der Teil im Bild, wo man als erstes hinschaut, der hellste Teil oder mit abweichenden Farben, sagt er immer. Ja, und da ist dieses weiße Shirt, was da hervorsticht, natürlich ein ablenkender Punkt. Ja, Ironie aus. Ich habe das einfach beseitigt, weil es eben abgelenkt hat. Habe es etwas dunkler gemalt und jetzt sollte es nicht mehr so hervorstechen. Ja, im allerletzten Schritt hatte ich ja schon angekündigt, wollte ich ein Querformat draus machen. Habe das Bild also im Photoshop geöffnet. Habe das im Beschneiden-Werkzeug auf 16:9 geschnitten. Dadurch ist auf der linken Seite ein freier Raum entstanden. Den habe ich inhaltsbasiert gefüllt. Habe dann noch mit dem Stempel etwas den Pullover erweitert, dass das so nach links hin so verblassend ausläuft und aussieht, als würde es dann im Nichts verschwinden. Und abschließend noch etwas geschärft. Und das war's schon. Vielleicht wäre ja dieses Thema Preset, was ich hier angesprochen hatte, eine Idee für die Zukunft, für den Fototutorial Mittwoch, dass du da vielleicht mal ein paar Sachen dazu sagst, entweder als Inspiration oder als Arbeitserleichterung mit gekauften oder selbst angelegten Presets zu arbeiten. Ja, und damit freue ich mich auf die nächste Folge. Danke. Ja, coole Idee, Sascha. Schön gemacht. Schön eng beschnitten jetzt, finde ich, und auch eine ganz gute Tonung. Und auch vielen Dank fürs Erklären von Dodge and Burn und so weiter. Finde ich klasse, wie ihr hier so mitmacht. Heute gibt es von mir keine Bearbeitung dazu. Ihr wisst es bestimmt, ich bin unterwegs auf Fotoreisen.
jetzt, wo dieses Video hier erscheint in Rom. Das heißt, ich habe keinen Screen Capture zu meiner Bearbeitung gemacht. Es war ja auch mehr ein bisschen Spaß, muss man fairerweise sagen, weil es sich ja um ein Bild handelte, was mich selber zeigte, also per Fernauslöser auf dem Stativ die Kamera einfach mal wild drauf gedrückt. Wir gucken uns aber die ganzen Einzelbilder von euch an, die ihr noch geschickt habt, weil auch das finde ich wieder erstklassig. Es haben wirklich wieder viele mitgemacht und es sind tolle Bildergebnisse dabei. Und natürlich gucken wir uns die gemeinsam an und ich sage auch wie immer ein bisschen was dazu. Als erstes kommt die Schwarz-Weiß-Version. Da haben wir hier eine sehr kontrastreiche Schwarz-Weiß-Version. Diese Version ist von dem Ulrich Ströbe. Der Mike Wiener hat ebenfalls eine Schwarz-Weiß-Version geschickt. Nicht so kontrastreich, nicht so stark beschnitten, eher noch im Originalausschnitt. Dann haben wir hier ein ganz, ganz kontrastreiches Bild von dem Rainer Schillings. Das ist sehr, sehr düster und vor allem mit einer sehr harten Struktur versehen. Das Gesicht sieht fast so ein bisschen so ähnlich aus wie die Struktur auf dem Hut. Das ist mir persönlich ein bisschen zu hart bearbeitet. Der Manfred Stockhusen hat das Gegenteil gemacht. Er hat die Haut unglaublich weich gezeichnet. Ja, das passt zu diesem Drei-Tage-Bart und meiner Haut auch nicht so hundertprozentig. Aber auch eine schöne Idee. Und wir sehen halt einfach, wie unterschiedlich ihr daran geht. Und das finde ich einfach wirklich, wirklich großartig. Dieses Bild hier ist von dem Stefan Korda. Und der Stefan, der hat es eher so ein bisschen neutral gehalten, was die Schwarz-Weiß-Umwandlung betrifft. Auch eine gute Variante. Wie gesagt, Schwarz-Weiß bot sich alleine aufgrund der vielen unterschiedlichen Farbenbild so oder so an. Ralf Hüskes mit einer Schwarz-Weiß-Umwandlung, die auch sehr weich gezeichnet aussieht, sieht im Gesicht so ein bisschen überall wie gemalt aus. Ein bisschen krank auch, finde ich. Ein bisschen unnatürlich. Gerade so, was die Schatten rund um die Nase betrifft. Aber dennoch auch Schwarz-Weiß, wie gesagt, Ralf, gute Idee, finde ich. Bernd Kirchner mit einer wieder eher neutralen Schwarz-Weiß-Umwandlung. Alles so ein bisschen im Prinzip zwar beschnitten, das Bild, aber ansonsten nur relativ neutral in Schwarz-Weiß umgewandelt. Jetzt kommt etwas von Franz Koller. Ich glaube, der Franz, der will mich ärgern. Der Franz, der hat ein schönes Color Key daraus gemacht. Ihr wisst ja, da stehe ich total drauf. Und auf Color Keys von mir selber natürlich ganz besonders. So, Scherz beiseite. Ey Franz, super cool, dass du mitgemacht hast. Wenn das ein Spaß sein sollte, ist es gut. Wenn es ernst gemeint ist, es ist vielleicht hier gar nicht so eine ganz schlechte Idee, dieser bronzene Ton auf dem Hut drauf. Ja, finde ich witzig. Schön, dass du mitgemacht hast. Dann haben wir hier von der Ulrike Rötepohl quasi eine Art Tonung, sage ich mal. Also eher so ein bisschen so ein grüner Look, so ein grün-blauer Look auf dem Bild. Das ist sozusagen, jetzt sind wir am Übergang zu den farbigen Versionen. Auch ganz witzig so gemacht, sehr harte Struktur im Gesicht. Kai Teichmann dann hier eine Farbversion mit einem sehr engen, nahezu quadratischen Beschnitt, wenn ich das richtig erkennen kann und richtig sehe. Ansonsten den Pullover gut entsättigt. Der Mario Prinzhausen, der hat das Gegenteil gemacht, der hat ordentlich Sättigung in den Pullover reingebracht. Insgesamt einen sehr, sagen wir mal, knackigen Farblook, der einmal auf dem Pullover eher so ins Petrol geht, auch auf dem Hintergrund ins Petrol geht und gleichzeitig ist das Gesicht doch relativ magentafarben geworden. Das gefällt mir nicht so hundertprozentig. Dann haben wir hier ein sehr sattes Foto, also eine sehr starke Sättigung mit sehr heftigen Blautönen, eingereicht von dem Christian Berthold. Ja, Christian, auch dir vielen Dank fürs Einreichen und Hochladen. Die Daniela, Stenki hat hier ein Bild geschickt, das nennt sie Frank Valentin. Ja, das ist natürlich ganz witzig, besonders weil das Muster des Pullovers im Hintergrund nochmal aufgenommen wurde, so mit dem Herz und der Träne. Naja, das bildet mich nur so, sagen wir, teilweise ab. Und das Letzte, was eingereicht wurde, ist von Peer Schwarz. Peer hier eher in einer natürlichen Bearbeitung, gefällt mir auch wirklich gut, schön enger Beschnitt. Sehr schöne Varianten von euch. So, das Foto, was es diesen Monat zu bearbeiten gilt, das siehst du jetzt hier schon mal eingeblendet. Wie immer findest du es zum Download in den Links hier unterhalb des Videos. Es handelt sich um eine Aufnahme des Canal Grande in Venedig. Und ich freue mich super auf deine Bearbeitung. Diesmal gibt es Zeit bis Ende April, also 30. April ist hier Einsendeschluss und dann ist die Folge irgendwann Mitte April hier verfügbar, wo ich eure Ergebnisse hier zeige. Ich freue mich super, wenn wir reichlich von euch mitmachen. Wie gesagt, ihr könnt einfach nur das Bild bearbeiten und mir das finale Bild schicken. Bitte als JPEG, PS, als ähm,
PNG oder ähnliches und bitte nicht als RAW abgespeichert. Das ergibt doch keinen Sinn, weil dann muss ich eure Bearbeitung erst in ein JPEG transferieren. Also schickt es mir doch super gern gleich im richtigen Bildformat, sodass ich es direkt ins Video einblenden kann. Und sehr, sehr gerne auch wieder mit Screen Captures oder Audio-Files, wo ihr erklärt, was ihr gemacht habt. Dann wird es wieder so interaktiv wie diesen Monat und das würde mich super freuen, wenn da möglichst viele mitmachen könnten. Ja, also, ich freue mich auf rege Beteiligung, wünsche euch viel Spaß mit meinem Foto vom Kanal Grande und jetzt immer schön dran denken, wir sehen uns wieder.